Hallöchen und willkommen zurück bei Enderal. Die letzte Folge hat ja ein ziemlich jähes Ende genommen. Da haben wir den Laden verlassen und das Spiel ist einfach abgestürzt. Unangenehm, aber zum Glück gab es ja Autospeichern. Also ich musste nur noch mal den ganzen Kram bei der Lederhändlerin da verkaufen. Dazu zählten jetzt auch noch ein paar Lehrbücher, die wir nicht mehr brauchten. Die hat sich hauptsächlich mit schwerer Rüstung und Parieren und dergleichen beschäftigt haben. Und jetzt haben wir 6.901 Gold. Und die werden wir dann noch schleunigst zur Bank bringen. Aber zuerst müssen wir die zwei Erinnerungspunkte ausgeben. Und zwar muss ich mal gucken, was hier noch Stufen hat. Kraftvolle Angriffe mit zwei Einheitenwaffen verursachen weitere 10% mehr Schaden. Da wir im Schleichen jedes Mal jetzt mit beiden attackieren, wäre das zum Beispiel eine Überlegung wert. Warum eine Überlegung wert? Ist gekauft. Mächtige Angriffe aus dem Stand verursachen 15% Zusatzschaden und können Gegner enthaupten. Wenn wir schleichen und unseren Superschlag mit beiden Waffen machen, machen wir den? Richtig, aus dem Stand. Das heißt, wir machen jetzt noch mehr Schaden aus dem Stand. Assassin halt. Wir hauen einfach alles rein. Ja, dass die letzte Folge so kurz war, tut mir übrigens leid. Aber ich dachte mir, bei 22 Minuten, wenn ich 25 Minuten aufnehmen wollte, brauche ich nicht extra noch eine Aufnahme anfangen. Ich war auch am Tag relativ fertig und wollte mich dann gerne hinlegen. Heute bin ich auch fertig, brauche aber zwei Folgen, damit ich regelmäßig was bringen kann. Und ich habe ja auch Lust, weiter zu spielen. Und jetzt gehen wir erstmal zur Bank. Ja, gibt es irgendwas Neues zu erzählen? Wir hatten am Samstag eine Tischrunde. Schreitet wohl, Messer. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Bevor ich hier weiterrede, muss ich erstmal ich möchte einzahlen. Natürlich. 6801 ernehmen. Eine kluge Entscheidung. So, hatten wir noch was da? Natürlich. Oh, aktueller Kontostand 9381 durch Zinsen plus 250 Groschen pro Tag, durch Anteile nochmal 13 drauf. Nett. Ach, wir können aber pro Tag mit 250 verdienen. Nett. Was ist denn, wenn wir jetzt 1000 abheben würden? Seid vorsichtig mit... Natürlich. Naja, dann packen wir nochmal, weiß ich nicht, 1000 haben wir gerade abgehoben, packen wir wieder 900 rein. Was, 900? Quatsch. 100? Ach, das war auch zu viel. 50! Packen wir wieder rein. Eine kluge Entscheidung. Und dann dürften wir jetzt... Naja, fast. 249 kriegen wir jetzt. Reicht mir. Weil das klingt so, als dürften wir durch beides nur... Wobei, durch Zinsen dürfen wir 250 verdienen. Ist ja auch völlig egal. Nach einem Tag ist es wieder so voll, dass es irrelevant ist. So, sichere Truhe. Hier würde ich noch gerne... Wir haben noch nie was geschmiedet. Trotzdem hebe ich immer den ganzen Schmiedekram auf. So ist das halt. Hier. Kannst haben, kannst haben, kannst haben. Seelensteine auch. Ah, ich habe mit meiner Stimme immer noch ein bisschen zu kämpfen. Wir haben noch 35 Kristallmünzen. Mein Gott. Und wir wiegen immer noch so viel wegen den Stäben und so. Was wir aber tun könnten... Ich habe einen Blick des Fiegereis noch nicht verkauft. Auch nicht schlimm. Aber die ganzen Sachen, die wir noch entzaubern wollen, können wir ja wegpacken. Da sparen wir ja auch wieder an Gewicht. So.
Als nächstes müssen wir ins Fremdenviertel. So, jetzt Ladezeit. Am Samstag hatten wir wieder mal Tischrunde. Wir spielten den Fluch der Hexenkönigin schon seit einer Weile. Ist eine kleine Kampagne von Splittermond. Und ich habe geleitet. Es war auch meine erste Kampagne, die ich geleitet habe. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und am Samstag war das große Finale, was auch alle ganz toll fanden. Ihr seid Fremdländer, was? Ich wünschte, und ich auch beim nächsten Mal fängt dann Chris an zu leiten. Und wir haben überlegt, da ja die andere Splittermondrunde so ein bisschen hinterherhinkt. Paar Monate. Und wir auch immer noch nicht das Bild haben, was wir eigentlich einfügen wollten für die Aufnahmen, die wir noch da haben. Ob wir einfach mal zu unseren Tischrunden ein Mikrofon dazustellen. Das wäre eine neue Runde. Wir würden auch in einem extra Video nochmal Vergangenes erklären. Sodass wir oder ihr einen guten Einstieg habt. Schreitet und wir auch wieder Splittermond auf YouTube bringen können. Weil vielen von euch gefällt es ja. So die Rollenspielsachen. Und die Tischrunde kam auch echt gut an. Wäre also eine Überlegung wert. Wo ist er denn da? Schreitet wohl, Mace. Ach nein, der wollte ja den Schlüssel gar nicht haben. Mit dem Schlüssel sollten wir woanders hin. Aber. Genau da sollen wir ja hin. Darüber können wir gleich nachdenken. Das aber könnten wir vielleicht jetzt schon machen, wenn er in Ark ist. Ja, ist er. Wo in Ark, weiß ich noch nicht. Aber er ist in Ark. Vielleicht gefällt euch ja die Idee, dass wir das dann auch aufnehmen. Mehr wollte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Außer, dass ich die Feenwelt in Splittermond sehr toll finde. Das Abenteuer spielt ja am Ende in der Feenwelt und Feen sind super. Ich finde Feen toll. Die sind halt etwas völlig anderes im Vergleich zu der normalen Welt. Und noch abstrakter irgendwie als Götter. Aber häufiger anwesend. Ja, schon so Wesen für sich. Jetzt eine schöne Pfeife für uns. Und am meisten gefallen mir auch die ganzen Nachteile, die so Feen haben können. Kann keinen Salzkreis überschreiten. Ist empfindlich gegen dies und das. Zum Beispiel Kalteisen. Das sind so Sachen, die gefallen mir immer sehr gut. Und machen das alles sehr interessant. Da sind ja so meine Lieblinge immer den Salzkreis nicht durchschreiten und Kalteisen empfindlich. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren, was ihr so für kleine Nachteile von Feen kennt. Irgendwelche Sachen, an die sie sich halten müssen. Dinge, die sie nicht tun dürfen und können. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht bringt das ein paar schöne Ideen für mich. So, und jetzt reden wir endlich mal mit dem Buchhalter. Wer seid ihr? Tivon Sommerfeld, meines Pfades Buchhalter der Schraube, Hut und Pfusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. Warum sollten wir nichts zu besprechen haben? Egal, vielleicht irre ich mich ja. Was ist die Schraube, Hut und Pfusch AG? SHP AG. Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraube, Hut und Pfusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Na, da wäre ich vorsichtig. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Arbeit. Gibt es irgendwas, wobei ich eure Gilde vielleicht unter die Arme greifen könnte? Arbeit? Nein. Wobei, vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ihr seht jedenfalls so aus. Ja, könnte man so sagen, ja. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Schießt los!
Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser pyräischer Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten. Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Könnt ihr mir etwas über euren Auftraggeber erzählen? Was hat er davon, pyräische Artefakte nachbauen zu lassen? Weil ich euch das als vollkommen Unbekannten natürlich sagen werde. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Was ich tun lässt. Tun wir doch das. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Ich hab was. Pyräischen Würfel zeigen. Was ist damit? Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Das sieht gut aus. Wie wollt ihr entlohnt werden? Harnisch der Diebeskunst, selbstverständlich. Schön. Hier. Sonst noch was? Ansonsten lasst mich weiterarbeiten. Nee, alles gut. Bis demnächst. Schleichen 17% effektiver, 36 Rüstung, besser als die, die wir jetzt haben. Vielleicht. Ja, mit der Kapuze irgendwie etwas komisch, aber gut. Ich bin ja, weiß ich nicht, von der Kapuze, die kann ich noch nicht ganz so einschätzen, was ich davon halten soll. Wir werden sehen, was sich da noch so machen lässt. Sekunde. Lasst mich gehen! Ich will hier raus! Ich werde eingesperrt! Hilfe! Aua! Haben wir hier vielleicht wieder mal so etwas wie Anteile rumliegen? Einnahmen, leeres Pergament. War ja auch ein Buch, wenn ich mich nicht irre. Aber hier sind nur Einnahmen, die wir lesen dürfen. Aber nicht lesen können. Gut, halt nicht. Schade. Anteile hätten mir gefallen. Hier vielleicht? Nein. Hier vielleicht? Nein. Naja, gut, der will bestimmt einfach nur unsere Fähigkeiten einmal testen. Da bitte. Euer Expertenschloss ist geknackt, mein Lieber. So, was wir tun könnten. Was mir ziemlich wichtig ist. Ja, jetzt verschwenden wir die ganze Folge damit rumzulaufen und irgendwelche Dinge zu holen, zu verkaufen und abzugeben. Aber es ist ein Rollenspiel, das muss auch manchmal sein. Ich kenne euch doch. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr kommt damit durch? Ihr zahlt jetzt sofort euer Bußgeld. Oder ihr lernt das Arca-Gefängnis von innen kennen. Entscheidet euch und das schnell. Hier habt ihr die 5 Groschen? Na schön. Aber glaubt mir, beim nächsten Mal kommt ihr nicht so billig davon. Nein! Kannst du nicht einfach mein Geld nehmen? Och, jetzt bringt er mich zum Kasernenviertel. Was will ich denn da? Ist das nicht Strafe genug? Muss ich wirklich noch... Ach. So, ich gehe dann mal wieder. Danke, dass ich mal hier sein durfte. No. Ausdauer benötigt und Kraft, bla bla bla. Ach, ich bin gespannt, wie viel Schaden wir jetzt anrichten. Bisher kriegen wir alles mit einem Schlag, also einer Schlagreihe, ziemlich gut tot. Also einmal beide Maustasten gedrückt halten, damit wir eine Drehung mit den Schwertern machen und schon fällt das Wesen vor uns, egal was es ist, tot um. Malfas zum Gruß. Wo bin ich?
Was ist das denn hier? Nördlicher Wachturm. Sekunde. Was ist da hinten? Dürfte nicht hier irgendwo der Schatz sein? Hier mit dem Wasserfall? Wenn wir da mal lang gehen? Ich weiß jetzt nur nicht... Ich sehe doch schon von Weitem ein magisches Symbol. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Liegt das jetzt hier einfach nur so rum, oder... Gibt es hier tatsächlich noch was anderes? Na, der Schatz! Wusste ich's doch. Das ist ja uninteressant, der Ring der Beste... Oh... Ganz viele Edelsteine und Gold. Nett. Und halt das magische Symbol. Wir haben noch ein magisches Symbol. Da haben wir ein Viertel aller magischen Symbole. 25. Schön. Da hat sich mal das in die falsche Richtung gehen mal ausgezahlt. Gut. Dann müssten wir jetzt mal zurück zum Markt, um die Bücher zu kaufen. Und da müssen wir vorher noch mal in die Bank. Wobei, eigentlich auch nicht, oder? Wie teuer sind die Bücher jetzt? Was sind... Oh... Sharim Ralata. Jungs, wollt ihr das nicht abwaschen? So kriminelle Machenschaften, das ist ja... Naja, ihr macht das schon. Niemand weiß, wie genau pyräische Kristalle, manchmal Seelensteine genannt, funktionieren. Das kommt mir auch schon bekannt vor. Haben wir nicht schon jeden einzelnen Ladebildschirmtext vorgelesen? Bestimmt. Bla, 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 bla. So, wo ist denn jetzt hier so ein scheiß Durchgang oder eine Wegmarke? Messer. Hier nicht. Messer? Oh, wie ich es hasse. Da. Marktplatz. Und wieder ein Ladebildschirm. Wenn ihr das seht, dann kommt ja auch morgen schon Space Pirates. Ich wollte gerade Spice Pirates sagen. So. Nein, ich habe den Ladebildschirm übrigens nicht übersprungen. Merkt man vielleicht auch daran, dass ich aufgehört habe, einfach zu reden. Das Spiel ist wieder abgestürzt. Passiert ja häufiger bei Ladebildschirmen. Ha! Ihr seid Abenteurer, oder? Wir lagen 45 Gold. Sei still. Sie erstarrten wurden dort. Still. Hat mir mein Papa erzählt. Wollte ich noch irgendwas sagen? Wo bin ich mit meinen Erzählungen stehen geblieben? Beschreitet wohl. Keine Ahnung, habe ich vergessen. So viel zu tun. Jedenfalls wollte ich Bücher kaufen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr wovon. Beschreitet wohl. Schlösser knacken. Gesellenbücher brauchen wir, glaube ich. Bis 50? Einen können wir schon Expertenbücher kaufen. Leichte Rüstung noch nicht. Ja, Schleichen geht sowieso nur noch mit Meisterbüchern. Aber immer doch. Also, hast du gar nichts für mich. Oder? Vielleicht bei den Gesellenbüchern?
Hier, Schlösser knacken. Ja, Taschendiebstahl können wir auch mal mitnehmen. Das war's. Beschreitet wohl. Haben solche Händler ja? auch. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ja. ihr braucht und macht schnell. Gesellenbuch, Schlösser knacken und Taschendiebstahl. Sehr gut. Was sagt eigentlich meine Rhetorik? Haben wir auch schon lange nicht mehr gesteigert. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Die hätte ich gerne alle. Schreitet wohl. So, meine Lieben. Wo haben wir sie denn? Hier. Dann die Schlösserknackenbücher. Taschendiebstahl sind wir noch gar nicht so weit. Habe ich Schleichen gekauft? Nee, das hatten wir schon. So, Rhetorik mal gesteigert. Hast du denn auch Lehrlingsbücher ja? in Taschendiebstahl? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Die sind immer so unfreundlich. 9 Stück kosten ja nichts. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt brauche, aber... Wen interessiert's? Hier. Gar nicht mal so viele. Naja gut, habe ich halt 5 übrig. Und dann können wir den Rest in Gesellen reinstecken. Nicht genügend Handwerkspunkte. Das ging schnell. Voll. So, dann Expertenbücher in Einhand hätte ich gerne und noch 4 Gesellenbücher in leichte Rüstung. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Hast du leichte Rüstung? Nein, aber ich kann mir denken, wer es hat. Verstehen. Erbgut. Ja? Ja? Natürlich. Geht klar. So. Da. Einhandkampf. Gesellenbuch brauche ich ja nicht. Hiervon 4 Stück. Jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Klasse. Gut, dann haben wir das auch auf 50. Einhandkampf fehlt mir noch. Da können wir ja tausende Bücher kaufen. Wie viel denn? 32. Monsieur? Ich hätte gern mein Geld. Wie viel? Alles. Schreitet wohl, Monsieur. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Abheben. Mhm. Ja, es gefällt dir nicht so, wenn ich Geld abhebe, ne? Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher. Bei euch nicht. Ja, ja. So, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die Folge erst einmal und in der nächsten kaufen wir dann den ganzen Rest ein. Geht weiter. Und schauen dann mal, was für Aufgaben noch auf uns warten. Vielleicht gehen wir auch dann gleich zurück zum Tempel. Und erfüll mal wieder die Hauptquest. Bis dahin. Ciao.